is gone. I'm still all alone. Die Ehe hält 20 Monate. Und Michael Jackson steht wieder allein. Es ist schwierig, den begnadeten Songschreiber, das kapriziöse Bewegungstalent zu fassen. Gut möglich, dass nicht einmal Jackson selber weiß, wer er ist. Und dass er an seine eigene Legende glaubt. Er inszeniert sich als Feldherr auf dem Schlachtfeld der Unterhaltungsindustrie. Vergöttert von seinen Untertanen fühlt er sich monumental und grenzenlos einsam. Bereits mit 5 steht Michael auf der Bühne, als Mitglied der Geschwisterband The Jackson 5. Vom Vater mit dem Tonkabel getriezt, wächst ein Entertainer heran, der nach Geborgenheit hungert und vom Erfolg übersättigt wird. Man hat mir meine Kindheit gestohlen. Für mich gab es kein Weihnachten, kein Geburtstag oder all diejenigen unvergesslichen Erfahrungen, die ihr früher machen durftet. Stattdessen Arbeit, Kampf und Schmerzen. Stets sucht Michael seine verlorene Kindheit. Wiederholt wird er pädophiler Neigungen beschuldigt. 1995 kauft er sich von einer Klage wegen Kindesmissbrauchs frei. Jackson kontert alle Nachrede durch eine neuerliche Heirat. Aus der mittlerweile zerbrochenen Verbindung zur Krankenschwester Debbie Rowe gehen 2 Kinder hervor. Und demonstrativ greift sich der King of Pop ins Gemächte. Eine laszive Geste, die er für den Tanz hoffähig gemacht hat. Spektakulär sind Jacksons äußere Wandlungen. Der Afroamerikaner wird zum lilienweißen Jüngling mit Stupsnase. Unterstützt von einem künstlichen Bleicher namens Hydrochinin verliert Jackson Hautpigmente. Make-up kaschiert Operationsnarben, die der ungeschminkte Jackson hinter einem Gesichtstuch verbirgt. Jackson macht seinen Körper zur Kirche. Und hautnahe Kontakte zu seinen Fans wirken wie Audienzen eines Hohepriesters, der letztlich unantastbar bleibt. Michael Jackson bleibt ein Phänomen. Die vielleicht meist fotografierte lebende Person ist ein Mensch ohne Gesicht. Jackson, der seine Haut nicht mag und dennoch teuer verkauft. Do you remember the time?